Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir Teil 5 meiner Lidschattenpaletten. Ich gucke, dass es danach nur noch ein Teil wird, also werden die Videos dann hoffentlich ein bisschen länger, aber nicht mehr ganz so viele. Legen wir direkt einmal los mit der BH Cosmetics Take Me Back to Brazil Rio Edition. Das sind alles schimmernde Farben. Und das Packaging außen, ich weiß nicht, ob man es an sich sieht, es glitzert. Hier so Elemente jedenfalls, die sind auch ein bisschen rauer von der Oberfläche her. Die ist wie gesagt komplett schimmernd, ich finde die so wunderschön. Gerade hier unten dieser Ton, der hat einen Blauschift. Ah, ich weiß nicht, ob meine Kamera es einfängt. Ich hoffe. Also die sind diese Rio, Brasil, ich weiß nicht, wie die noch alle heißen. Ich glaube, davon gibt es 3 oder 4 oder so. Die lohnen sich wirklich. Die kosten zwischen 15 und 20 Euro. Ihr habt mega viele Farben und die sind auch echt gut pigmentiert. Dann einmal von Make-Up Revolution. Das ist die Flawless 4, die wieder eine Folie hat. Die ist so komplett in Rottönen gehalten, sind schimmernde bei, aber auch sehr viele matte. So gesehen könnte man sagen, die obere Reihe schimmert fast komplett bis auf ein, die untere schimmert komplett, die beiden Reihen in der Mitte sind matt. Wunderschön. BH Cosmetics, die Galaxy Chic. Ich bin der Meinung, die sah früher anders aus mit so einem Space Girl vorne drauf. Ich kann mich aber auch irren, aber ich meine, das war so. Das war ja die erste von diesen Planetenpaletten. Und die ist einfach so hübsch. Ich war da echt noch nicht in vielen Farben drin, weil ich mich nicht so richtig traue, das zu verswirlen miteinander. Weil die Aderung dann nicht mehr so schön ist. Verpackungsopfer halt, ne? Von Make-Up Revolution haben wir hier das, ich meine, Norvina ABH Dupe. Das ist eine Reloaded Palette und zwar die Visionary. Hat mich auch total angesprochen. Ich bin ja auch so ein lila Beere-Mensch. Fand ich einfach sehr, sehr cute. Gerade diese beiden schimmernden Töne hier, der hier und der daneben. Absolut schön. Ihr werdet ganz viel wieder absolut schön hören, weil ich nun mal ein Lidschattensammler-Mensch bin. Rival de Rouloup Young, Claudia mit K, Midnight Collection, die Glitter-Eyeshadow-Palette. Die gefällt mir leider nicht ganz so gut. Problem dabei ist nicht die Farben. Die Farben sind echt gut. Die haben so eine gelige Konsistenz. Wisst ihr, die sind nicht so gepresste Glitter, sondern das sind diese, ich will jetzt nicht gemein klingen, aber wie von Kinderschminke, diese Glitzer, die so eine Lipgloss-Konsistenz haben. Ich greife darum echt selten zu ihr, weil es einfach dann auch nicht so gut hält. Es schmiert halt so hin und her. Eine relativ neue Palette von Make-Up Revolution. Ich meine, die habe ich euch in meinem Cosmetic for Less Haul gezeigt. Das ist die Possessed Glitter Palette. Absolut traumhafte Farben. Sehr, sehr natürlich glitzernd, ne? Sonst würde die Palette nicht so heißen. Aber ich finde die unglaublich schön. Ich sage ja, wir hören das heute oft. Von Essence, How to Make Bright Eyes. Eine Make-Up-Box. Das waren diese Kits. Ist auch ein Spiegel drin und hier oben sind so, wie schminke ich mich, Look-Karten. Schaut so aus. Applikatoren entsorge ich ja grundsätzlich direkt, beziehungsweise lege sie meine SFX Halloween sonst was Schminkbox da, wo es mich nicht so stört, wenn die Pinsel hinterher kaputt sind und ich sie halt wegschmeißen muss, weil die mit Latex verklebt sind oder so. Von Rival de Loup Young, die Little Fairy Tale Eyeshadow Palette. Die ist in so einer Metalldose. Und schaut einmal so aus. Mich hat gerade angesprochen, dass die relativ dunkel ist, aber halt auch komplett glitzernd. Also alle Töne. Da ist kein matter Ton bei.
ist für viele ja immer problematisch. Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Makeup Revolution, eine Ultra Eyeshadows. Die Affirmation, das ist die, die ich letztens erwähnt hatte. Die wollte ich ursprünglich als allererste Makeup Revolution Palette haben, die ich mir auf Cosmetic for Less online bestellt habe. Hier ist eine kleine Fliege. Und mein Kater pennt gerade. Was wollte ich jetzt? Ach ja, das war die erste, die ich mir bestellen wollte. Die gab es damals nicht. Darum hatte ich mir ja die Beyond Flawless bestellt. Aber viel mehr gereizt hat mich diese hier. Die ist zwar auch sehr, sehr nude, aber die hat hier diese dunkel-lila Töne und alles. Und ich meine, die Paletten haben früher einen Zehner gekostet. Immer noch viel Geld damals für mich mit 20, 21, glaube ich. Aber ich war da sehr, sehr stolz drauf, dass ich die dann doch noch bekommen habe. Ich glaube, ich habe innerhalb von einer Woche zweimal bei Cosmetic for Less bestellt. War eine Zeit lang ziemlich gewöhnlich bei mir. Jetzt bestelle ich so selten Sachen oder kaufe so selten Sachen, weil, ne, ihr bekommt es mit, ich habe halt en masse, ich bräuchte nie wieder was. Aber da ist nun mal so eine Sammelleidenschaft und alles und manche Sachen will man dann auch einfach haben, wenn man sie sieht. Was ich damals auch haben wollte, war von W7, das ist die London Eyes Eyeshadow Palette. Schaut so aus. Hat mich sehr, sehr angesprochen damals. Ich glaube, ich habe für die echt nicht viel bezahlt. 2 oder 3 Euro in irgendeinem Ausverkauf. Die hat schimmernde, die hat matte Töne. Gerade diese für euch jetzt untere Reihe, eigentlich obere Reihe, hat mich sehr angesprochen. Mit diesem grünen Schimmerton und dem leicht changierenden Taubton. Ja, ja. Manche Sachen sieht man, denkt sich, will ich haben. Wenn das Geld da ist, dann kauft man das halt auch. BH Cosmetics, die Glam Reflection Gilded Palette. Die habe ich auch alle mal im Ausverkauf gekauft. Ich weiß nicht, ob es davon 3, also die hat einen mega großen Spiegel. Ich weiß nicht, ob es davon 3 oder 4 Paletten gab. Ich glaube, ich habe 3. Hat mich sehr, sehr angelacht. Dieser rosa Ton hier changiert, je nachdem, ja, hallo Schminktisch. Rosa-golden, die allgemein, ich finde die sehr, sehr schön. Eine Limited Edition Palette von Essence, Magical Mystical Me. Die hat auch wieder so einen flauschigen Samtbezug. Das ist 01 Little Black Magic, aber ich blende euch ja eh wieder alles unten ein. Also wenn die nicht schön ist, die erinnert mich auch von den Farben her an die Norvina. Aber die ist absolut besonders. Also gerade diese beiden lila Töne hier, die changieren je nachdem, haben die so einen rosa-blau Glitzer. Es ist immer sehr schwer in der Kamera einzufangen. Die ist unfassbar schön. Ich sage ja, ihr hört das jetzt bei jeder zweiten Palette. Urban Decay, die Naked Heat. Die wollte ich damals unbedingt haben. Alles sehr, sehr warme Töne. Alles sehr, sehr rötlich. Aber mich hat die absolut angesprochen. Und irgendwann hatte ich sie mir dann mal gegönnt. Von BH Cosmetics, die Aurora Lights. Ich meine, die gehört mit zu diesen Planetenpaletten. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Ich meine aber, dass die quasi da drin mit erschienen ist, als vierte oder so. Gerade die obere Reihe, das sind alles wieder so verschiedene Shifts. Ein Lila mit einem blauen Glitzer, ein Rosa mit einem blauen Glitzer, ein Gold mit einem grünen Glitzer. Absolut schön. Von Justa, die Just Nude Palette. Die habe ich irgendwann mal von meiner Mama bekommen. Von Justa selber habe ich gar nicht so viele Sachen. Ich weiß nicht, ob das eine Douglas-Einmarke ist. Ist relativ unspektakulär. Die hat hier auch irgendwie so ein... Wie nennt man die? Wie so Foam, ja. Schaumstoff Innenleben. Wirkt natürlich alles relativ billig. Also... Allgemein, ne? Die klappt, die verschiebt sich und sowas. Ich möchte die aber gerne nochmal ausprobieren, weil ich die bis jetzt, glaube ich, nur geswatcht habe. Ein Sleek-Schätzchen. Ich glaube, ein normales. War, glaube ich, keine LE. Steht jedenfalls nicht drauf. Die Vintage Womans. Aua. An der ich mir jetzt fast einen Nagel eingerissen habe. War mir aber sauer geworden. Eine sehr, sehr schöne, wieder sehr dunkle und lila-lastige Palette.
aber auch wieder mit ordentlich Schimmer. Ein Ton davon, dieser Braunton in der Ecke, der ist nicht schimmernd, der ist matt. Die Distortion von Urban Decay, wenn das Packaging nicht absolut geil ist, weiß ich auch nicht. Sieht aus wie so eine gesplitterte CD. Hier haben wir ja diese Transition-Töne in der obersten Reihe, die man ja als Topper über die anderen geben soll. Die machen sich sehr, sehr gut im inneren Augenwinkel. Unter der Augenbraue eher weniger, weil der Glitzer-Shift schon sehr stark sichtbar ist. Ich würde die nicht unter den Augenbrauen benutzen, aber für den Innenwinkel sehr, sehr geil. Color Festival von BH Cosmetics. Die hat mich vom Packaging so unglaublich angesprochen. Ich war mal auf so einem Holy Festival und daran hat die mich absolut erinnert. Und die hat wieder sehr, sehr bunte, aber auch glitzernde und matte Shades. Und die knallt halt, ne? Gerade hier unten dieses Haze. Das ist quasi die Farbe des Palettendesigns. Nicht ganz so quietschy Neon, aber es geht schon in diese Limes-Richtung. Wieder Packaging, ne? Makeup Revolution. Das ist eine Forever Flawless, die Constellation. Oh, irgendwas hat geknackt hier. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Und wieder unheimlich schöne, bunte, auffallende Farben. Ja. Von NYX, die Mystic Petals. Das ist Midnight Orchid. Die habe ich noch relativ frisch. Auch sehr, sehr schöne lila-pink-Töne. Da sind zwei, drei matte bei. Ja, drei. Der Rest ist wieder schimmernd. Habe ich, wie gesagt, noch nicht verwendet. Kommt aber bald. Nude Peony von Catrice. Einmal eine Pressed Pigment Palette. Das soll ja, glaube ich, das Dupe zu der New Nude sein von Huda Beauty. Die hat auch diesen Concealton unten links. Die haben alle keine Namen. Ne, hinten stehen sie auch nicht drauf. Ich weiß nicht, ob da eine Folie drin war, die ich verloren habe. Weiter geht's einmal mit der Smashbox. Die Covershot Pinks and Palms Eye Palette. Fand ich sehr, sehr schön. Ich hatte einfach dieses Mint total angetörnt, dieses schimmernde Beere. War sehr schön, ebenfalls beerig. B7 Delicious. Die Natural and Berry Eye Palette. Ich glaube, die sollte ein Modern Renaissance Dupe sein. Ich kann es nicht vergleichen. Ich kann es euch nur so sagen, woran es mich erinnert. Makeup Revolution. Die war, glaube ich, in so einem Weihnachtsmuppet. Ultra Neutrals Eyeshadow Palette. Oben sind immer matte Töne, unten sind auch matte. Normalerweise sind, glaube ich, oben immer die mit dem und dem Finish und unten ein anderes Finish. Aber die sind alle matt, so wie ich das sehe. Zu Eva. Die Spice of Life Palette. Die hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Gerade wegen diesem Rose Gold Tönen in der Mitte. Unglaublich schön. Da ist es wieder. Macht einen Counter. BH Cosmetics. Wild at Heart. Dachte erst, das ist ein Off. Manchmal ist die Schrift ein bisschen schwer zu lesen. Eine Baked Eyeshadow Palette. Die ja auch absolut geile Pink- und Lila-Töne hat, wie ich finde. Aber die Menge macht's halt, ne? Wenn man irgendwann sehr, sehr viel von manchen Sachen hat und ich meine, wir sind bei Teil 5, ne? Also ich habe wirklich viele Lidschattenpaletten. Das ist aber auch eine Leidenschaft von mir, ne? Nur irgendwann hat man so viele, dass man nicht mehr dazu kommt, allen gleichmäßig Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ich arbeite ja daran. Essence Into the Snow Glow LE, die hat ein absolut umwerfendes Packaging. Ich finde die tatsächlich ein bisschen unhandlich. Das auch, auf der Seite sind die Lidschatten, auf der anderen sind Face-Produkte. Das sind irgendwie Color Correcting Puder. Nee, sind es gar nicht. Ich erzähle schon wieder Schwachsinn. Das sind Highlighter.
Also gerade das Grün, das geht. Aber ich finde es schon sehr stark grünlich pigmentiert für einen Highlighter, ehrlich gesagt. Würde ich, glaube ich, auch als Lidschatten verwenden. Also manche Highlighter sind auch mir zu bunt. Von Kiko, eine Bastelpalette. Das ist die große, ich meine 24er. Ich habe oben die ganzen Fännchenrückseiten mal reingeklebt. Und das sind die, die ich mir komplett ausgesucht hatte. Ich habe die nicht nach Farbe sortiert, sondern nach den Nummern. Ganz oben sind nämlich, also die oberste Reihe zusammen mit dem hier, das sind Infinity Plus Lidschatten. Das sind diese extrem glitzerigen. Und die anderen sind alles Infinity Lidschatten. Zeige ich euch irgendwann nochmal in einem Einzelvideo. Das ist auf jeden Fall aus diesem Klicksystem. Noch eine große, die Zodiac von BH Cosmetics. Die musste ich ja damals auch unbedingt haben. Schaut so aus. In der Mitte ein Highlighter. Außenrum immer pro Sternzeichen ein schimmernder, gebackener und ein matter. Hier ist meins, da ist Gemini. Lila und Silber, als wüsste man, dass ich grüne Augen habe. Okay, ich habe grün-blaue Augen mit ein bisschen gelb und braun. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir die Kombi. Aber ich werde natürlich nicht nur die beiden Lidschatten benutzen, sondern auch die anderen, ganz klar. Von Marvin Magnificent, die Mavicorn. Das war die erste. Ich muss euch das mit Spiegel zeigen, weil hier dieses Einhorn drin ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe die früher eine Zeit lang echt gerne benutzt, bis sie halt von der nächsten neuen Palette abgelöst wurde und sie halt weiter nach hinten gesammelt ist, gewandert ist. Von Kami, Kiss of Fire. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das ist. Ach, die Ariane. Plastikmoppet. Sieht so aus. Gerade dieser obere Highlighter-Ton, der schimmert je nachdem grünlich. Oh, das ist wieder so schwer einzufangen. So sehe ich das extrem gut. Also die oberen beiden sollen wohl auch Toppertöne sein. Die Naked Smoky von Urban Decay. Das war meine erste Naked-Palette, die ich absolut schön fand. Also es war die erste von den Naked, die mich angesprochen hatte. Dann kam die Heat zu mir und dann die Sherry. Also die neue Naked Reloaded, die spricht mich nicht an. Da ist bis auf dieser Peach-Ton nichts, was mich farblich irgendwie anspricht, was ich nicht so schon in 20 anderen Paletten hätte. Und die Honey ist auch nicht so meins, ne? Also ihr habt die BH Cosmetics Gilded Glamour Reflection gesehen und alles. Da sind halt so goldene Töne drin. Dann brauche ich nicht unbedingt noch eine High-End-Palette, die dieselben Farben hat. Make-up Revolution, das ist die Abracadabra. Ach Leute. Ach Leute. Schaut euch diese Glitzer an. Die je nachdem wieder anders aussehen. Gerade dieser Ton hier, der ist so besonders. Je nachdem ist der mehr gold, mehr orangelich, mehr rosa. Huch, und ich randaliere. Dann einmal die Essence Too Glam To Give a Damn. Die hat mich sehr angesprochen. Ihr könnt es euch denken, wieder wegen dem Lila, wegen diesem Blauton, wegen dem Gold. Die ist halt schön. So. Ne? Make-up Revolution. Das ist die Chilled with Cannabis Sativa. Ich stehe absolut nicht auf Hanf- oder Cannabisgeruch. Mir wird davon schlecht. Bei uns im Park gibt es hier welche, die da immer chillen und Joints rauchen. Wenn ich zu meiner Mutter möchte, gehe ich halt durch den Park und nicht einmal komplett durch die ganze Siedlung irgendwie außenrum. Ich laufe dann halt durch den Park und dann laufe ich da durch. Und immer wenn ich durch diese Graswolke laufe, wird mir kotzübel. Also wirklich, es gibt viele Leute, die mögen den Geruch davon. Die riecht Gott sei Dank nicht danach. Ansonsten hätte ich sie mir nicht geholt. Ich hätte die dann zurückgeschickt, tatsächlich. Aber guckt euch diese Farben an. Es sind die Farben. Da hätte jetzt sonst was vorne drauf sein können. Ich finde die Verpackung ganz cool, klar. Na, aber ich bin jetzt wirklich kein Hanf-Cannabis-Fan. Darum hat mich auch diese. Irgendwas klappert hier drin.
Nach irgendeinem Stück Plastik. Ah, hier ist ein Stück Plastik abgebrochen vom Verschluss. Ich kaufe mir darum auch nicht diese High Beauty Edition, weil da halt gesagt wurde, die riecht da irgendwie nach und wird mir halt schlecht von, ne? Kann da nichts gegen machen. Makeup Revolution Ultra Eyeshadows Mermaids Forever. Die ist etwas bunter als ihre nudefarbenen Kollegen und war auch mit, ja, gehört schon zu den Urgesteinen meiner Sammlung, könnte man sagen. Ich habe die schon eine ganze Weile und ich habe die auch sehr, sehr gerne benutzt. Also, ne? Ihr wisst mittlerweile, ich mag bunt. Catrice, die Royal Idols Palette. Das ist Bronze and Coral, davon gab es dann wohl noch eine. Die habe ich mitgenommen. Ich bin schon auf der richtigen Seite, wegen diesem Gold, wegen diesem Lila hier. Ist zwar sehr, sehr warm gehalten, aber ich finde die Farben so schön. Ja, ich randaliere wieder, ne? Von Sleek, die Enchanted Forest. Ich meine, da waren Lila, Grün und... Ja, Grün nicht. Aber es war auf jeden Fall diese dunklere mit den Lila-Tönen. Wird bleiben. Die wird so lange bleiben, bis sie auseinanderfällt irgendwann. Catrice, Dazzle Metal aus der Glitterstorm LE, die 1001 Dazzle on the Dance Floor. Habt ihr in meinem letzten Haul gesehen? Seitdem habe ich sie halt noch nicht benutzt. Nö, aber gehört ja mit zu meiner Lidschatten-Palettensammlung. Dann die Take Me to Ibiza. Ibiza hatte ich nicht auf dem Schirm zum Beispiel. Ich hatte Rio und Brazil auf dem Schirm. Die BH Cosmetics Palette wieder. Die ist diesmal gemischt. Die ist ein bisschen gemischter auch an sich. Die hat knallige Töne, die hat matte, die hat schimmernde, die hat aber auch sehr dezente Töne. Und das Packaging, Leute, es changiert absolut cool. Ich muss mir mal den Rest hier rüberholen. Makeup Revolution Tammy X, sagt mir nix. Die Tropical Carnival Shadow Palette. Muss ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Bunt halt. Makeup Revolution kann ich euch auch immer ans Herz legen. Die Paletten sind günstig, die sind sehr gut pigmentiert. Da habt ihr lange Spaß mit. Und dann einmal von BH Cosmetics die Smoky Eyes Palette. Die habe ich mal ganz günstig geschossen, darum durfte die bei mir einziehen. Und können wir bitte mal darüber reden, wie schön dieser Rotton hier ist. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt mit diesem Spiegelverkehrten. Absolut geil. Klar, die anderen Töne auch, ne? Die sind, wie gesagt, smoky. Aber ich finde, damit kann man so viel machen, ohne dass es halt wie so ein dunkler Einheitsbrei aussieht. Von Love, die Ivotion Extended Coral Edition. Absolut schönes Marble-Design. Und, huch, fast runtergefallen. Die Farben sind auch wieder absolut meins. Klar, sehr neutrale dabei, aber auch wieder sehr besondere Glitzertöne mit einem Shift. Die Sweet Peach von Too Faced. Das war meine erste Too Faced-Palette. Die riecht auch sehr stark nach Pfirsich. Die erinnert mich an was ganz Bestimmtes. Ich komme aber nicht drauf, was. Schaut einmal so aus. Ich finde die schön. Also das war eine Zeit lang meine Alltagspalette. Weil dafür macht die sich sehr gut, wirklich. So, dann Essence. I Got This, die Rocklook-Palette. Absolut schön. Ich finde die sehr, 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 sehr geil. Da sind matte bei, da sind aber auch hauptsächlich Schimmertöne bei, die auch wieder einen interessanten Glitzer haben. Von Catrice, die Glamazing Palette. Auch wieder sehr schönes Holo-Design, sonstiges Packaging. Die lässt sich leider nicht so ganz nach hinten klappen. Finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Sehr, sehr schimmernd. Ich glaube, Matten haben wir gar nicht so wirklich. Eventuell einer. Aber der sieht auch mehr so Satin-mäßig aus. Irgendwann gehen wir mal nach und nach. Kriegt jede Palette mal ein extra Video mit, behalte ich sie oder behalte ich sie nicht. Eine weitere Glam Reflection Palette, die Wows. Ich glaube, dann gibt es doch vier, ne? Gibt es noch eine silberne und eine blaue? Oder ist die silberne die blaue?
Mal schauen. Die hat mich ehrlich gesagt nicht so angesprochen, aber ich habe drei von diesen Paletten zu einem sehr günstigen Preis gekriegt. Also nicht alle drei zusammen, aber jeweils. Und dann dachte ich mir, komm, wenn du die beiden holst, dann kannst du die jetzt auch noch bestellen. Ach du Scheiße. Machen wir weiter mit Make-up Revolution, eine Salvation Palette. Die hat meine Mama mir mal aus Gran Canaria mitgebracht. Das ist die Welcome to the Pleasure Dome. Und damit fing die Make-up Revolution Leidenschaft an. Also Mama, du bist schuld. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Hier ist das übrigens so, dass die oberen alle schimmernd sind, die unteren alle matt. Also, ne, an dem ganzen Make-up Revolution Kram ist meine Mutter schuld. Sie hat mir zwei Paletten aus dem Urlaub mitgebracht und dann wollte ich noch andere davon haben, habe online geguckt und dann wurde ich Kosmetik for Less abhängig, eine ziemliche Zeit lang. So ist das passiert. Desert Oasis von BH Cosmetics. Die ist auch super schön alltagstauglich. Sehr schön aufgebaut mit den Face-Produkten. Also eigentlich komplett Highlighter. Ich weiß nicht, ob man sowas und diesen anderen nicht nur als Blendeton, sondern auch irgendwie als Bronzer benutzen könnte. Mal schauen, mal schauen. Eine Bastelpalette von Essence, eine My Must-Haves. Da werde ich euch jetzt auch nicht alle rausholen. Da sind, ich glaube, ausschließlich schimmernde Töne bei. Jedenfalls kann man sehen, dass die so ein Overspray haben. Also ich weiß nicht, darunter sind die wohl nicht mehr so schimmernd. Schade. Also die sind auf jeden Fall nur angesprüht. Was mache ich jetzt mit dem Swatch? Den zeige ich euch jetzt so, weil ich gerade geswatcht habe. Und jetzt rubbe ich das an meiner Hose ab. PS. Glitter Obsessed, eine Glitter Eye Cream Palette. Immerhin steht es da drauf, dass es Cream ist. Ich habe es trotzdem gekauft. Weil, Leute, die sind alle so Glitzer mit verschiedenen Finishes. Hier sind total die Holo-Glitter dabei und alles. Aber es hat halt leider diese Lipgloss-Konsistenz, dass es komplett auf dem Auge hin und her rutscht. Ich weiß nicht, ob die sich als Festival-Palette machen würde mit so Glitzer halt auf den Wangen. Aber ich bin nicht so die Glitzer-Festival-Gängerin. Wenn, dann würde ich eher Rock am Ring, Wacken oder sonstiges gehen. Ich glaube, da möchte ich mir kein Glitzer ins Gesicht schmieren. Eine Make-up Revolution Pro Luxe Palette. Das ist die Eat Sleep Make-up Repeat. Ihr werdet sehen, warum ich die brauchte. Yes! Wegen diesen absolut geil krassen Neontönen. Von Essence die Jasmin Palette. Das ist die mit den lila Goldtönen. Sehr, sehr schön. Auch dieses schreiende Blau in der Ecke. Die Pretty Creative von Make-up Revolution. Die hat auch wieder außen zwei Highlighter, in der Mitte Lidschatten. Seht ihr meinen Fingerabdruck in dem Highlighter? Die ist schön, die ist wirklich sehr schön. Mir gefällt auch dieses nudefarbene Packaging total gut. Ich habe auch alle vier Paletten davon. Ich weiß nicht, wie viele ihr schon gesehen habt, ob noch welche kommen. Studio Pro, die Titanium von BH Cosmetics. Das sind ja diese Dual-Effekt-Lidschatten, die nass und trocken nochmal anders aussehen sollen. Ich meine, das kann man ja eigentlich mit jedem Lidschatten machen, die trocken für leichtere Deckkraft und halt nass für extrem deckend oder extrem gute Deckkraft, um die halt aufzubauen, ne? Also ich bin der Meinung, das kann man mit so gut wie allen machen. Ich glaube, bei gebackenen ist das ein bisschen schwierig, aber sonst. Make-up Revolution, eine Maxi-Reloaded-Palette. Monster Mattes. Weil die komplett matt ist, habe ich mir die auch bestellt. Das ist ein Oschi. Und die sieht absolut überfordernd aus. Aber ganz ehrlich, wenn ihr diese Palette, sag ich mal, habt, ne? Und dann so der Schimmer-Glitzer-Typ seid, ihr habt immer eine Blendefarbe, sag ich mal, für den äußeren Augenwinkel. Immer. Also ich finde die wirklich nicht verkehrt. Die zweite Foil Eyes von BH Cosmetics. Ich glaube, diese großen, klappert die auch wieder? Nein, nicht so wie die erste.
Ich glaube, diese großen gibt es schon gar nicht mehr von BH Cosmetics. Ich hatte die erste, die ja komplett schimmernd war, und dann hole ich mir halt auch die zweite. Wir suchen dafür jetzt gar keine Entschuldigung oder so. Hey, fällt doch alles um. Kali Bible, die erste Version davon, die BH Cosmetics Palette. Die ist schön, klar, keine Frage. War mir nur irgendwann zu unaufregend, dass sie weiter hinten verschwunden ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde das blöd, wenn es erst eine Palette gibt und dann gibt es quasi nochmal eine überarbeitete Version. Wisst ihr, da ist, glaube ich, in dieser Deluxe-Palette, lass mich nicht lügen, 4 Highlighter nochmal und eine Lidschattenreihe dabei. Ich finde das nicht gut so. Also, wisst ihr, wenn man eine erste und eine zweite rausbringt, okay. Genauso wie mit der Huda Beauty, diese Rose Gold. Alle kaufen sich die erste und irgendwie später kommt dann eine Remastered Edition raus. Ich finde das irgendwo eine Verarsche, so ein bisschen. Würde man eine Remastered machen und den Leuten dann anbieten, hey, schickt uns eure alte zu, ihr kriegt die neue dann, hätte ich das verstanden, dass man sagt, wir treten von der Qualität oder von dem Farbschema oder was auch immer zurück. Aber dann nochmal genau dasselbe mit irgendwie einer Reihe mehr rauszuhauen, finde ich persönlich scheiße, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und dasselbe mit einer komplett identischen Palette, nur mit besserer Qualität oder ein bisschen was anders gemacht, die genau gleich zu nennen, dieselben Farben quasi reinzuhauen, finde ich, das macht man nicht mit seinen Kunden. Darum habe ich mir auch keine Huda Beauty dann geholt. Ich habe mir hiervon nicht die zweite geholt, weil ich darüber enttäuscht war. Wenn ich doch die erste habe, ne? Warum brauche ich dann die zweite? So, danach muss ich meine erste ja quasi verscherbeln. Wisst ihr, weil warum brauche ich dann 10 Lidschatten, 4 Highlighter doppelt? Finde ich dann schon wieder blöd. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Also ich vertrete halt diese. Wie seht ihr das? Würde mich echt interessieren. Makeup Revolution, eine Iconic Pro. Das ist die zweite, eine Salvation Palette. Die soll, glaube ich, zu irgendeiner Lorac Palette ein Dupe sein. Weiß ich nicht, ich habe keine von Lorac. Hat mich angesprochen. So wie alle Paletten, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele von euch überhaupt wissen, dass es mal so eine Palette gab. Die ist von Zoeva, die Metallic Stones Palette. Die muss ich allein schon aus sentimentalen Gründen behalten. Früher war Zoeva mehr im Drogeriebereich von den Preisen her gehalten. Ich glaube, die Palette hat um die 20 Euro gekostet. Also könnte man so im BH Cosmetics Preisbereich quasi setzen für die ganzen Lidschatten. Mittlerweile kostet ja so eine kleine mit 10 oder 12 Lidschatten 21, 22 Euro. Also man sieht da auf jeden Fall schon einen Unterschied. Mich hat damals nur die Metallic Stones angesprochen und die haben so viele Leute so 2010 rum in die Kamera gehalten und auch schon 2008, 2009, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mir aber verdammt sicher, dass zu der Zeit, als noch die ganzen alten YouTuber gedreht haben, die Palette in aller Munde war. Ich habe mir die dann, glaube ich, 2011 oder sowas auch geholt. Und dann gab es das so in diesem Schema nicht mehr. Dann kamen diese kleinen, wo ihr jetzt auch schon ein paar bei mir gesehen habt, diese Paletten kamen dann raus. Mich würde mal interessieren, wer von euch diese Palette kennt oder vielleicht sogar noch hat. Wirklich interessieren. Von Makeup Revolution, die You Are The Revolution. Ich glaube, das kam wegen irgendeinem Meilenstein, den Revolution erreicht hatte, raus. Die, bin ich ganz aus dem Bild. Die gab es mal zu irgendeiner Kosmetik für Lesbestellung dazu, wenn man Produkte im Wert von 10 Euro, glaube ich, bei Revolution geshoppt hat. Und noch eine Pretty Incredible Palette. Also wieder in diesem nudefarbenen Schema. Das war, glaube ich, die erste, die ich davon hatte. Da war ich auch am meisten drin. Die ist sehr, sehr nude. Irgendwo, ne? Aber die hat auch so ein bisschen Pep. Darum finde ich die gut. So, meine Lieben, das war's dann mit diesem Video.
Und ich glaube, ich werde jetzt auch den letzten Teil so drehen. Beim letzten Mal habe ich dann doch zwei Videodateien zusammengefügt, wo ich ja sagte, ich mache vielleicht nochmal ein Video, wo ich so aussehe. Das wurde dann ein bisschen länger, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das hier wahrscheinlich jetzt auch, weil ich schon ordentlich Paletten hier jetzt gezeigt habe. Die letzten werden wir alle in einem Teil, denke ich, zusammenfassen und dann widmen wir uns danach meinen Nagellacken. Also gibt es noch bald einen Teil Lidschattenpaletten. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!